Everybody says we're too young, our love is not going on. They say you better go away, 'cause this love is made of sorrow and pain. Love is enough. Mensch, Eva. Oh, ich freue mich so. Ich kann es gar nicht erwarten. Ja, es geht schon. 10 Stunden im Flieger wäre es auch nicht gerade frisch. Und dann der Klimawechsel. Ich weiß, ich kann nichts dafür, aber trotzdem, ich wäre so gern dabei gewesen. Jetzt sag doch mal, wie sieht er denn aus, unser kleiner Racker? Hm? Oder erst mal den Namen, ja? Ach so. Naja, was hältst du denn von Sascha? Wieso? Sascha Reimers, Eva Reimers, Matthias Reimers. Klingt doch gut, findest du nicht? Was heißt das, es gibt noch einen? Noch jemand, mit dem er engen Kontakt hatte? Hier in Berlin? Sein Kollege von diesem Staudamm-Projekt. Wie heißt der Mann? Matthias Reimers, Leipzig. Fragen Sie ihn, wann er zurückkommt. Heute. Heute? Ja, heute. Informieren Sie die Flughäfen Tegel, Schönefeld, Leipzig, Halle. Der Mann darf die Stadt auf keinen Fall betreten. Matthias Reimers. Was? Schwarze Augen? Ich denke, alle neugeborenen Babys haben blaue Augen. Oh. Wenn du das sagst, du bist die Mutter, du musst es ja wissen. Oh. Muss mich dringend rasieren. Der Kleine kriegt einen Herzinfarkt, wenn er so zum ersten Mal seinen Vater sieht. Landstraße, ein Schwerverletzter. Der NRW ist in 10 Minuten da. Dr. Heilmann hat Dienst. Der ist noch bei den Mädchen mit der allergischen Reaktion, aber bis die hier sind, denke ich mal, ist er wieder frei. Hat er innere Verletzung? Das wissen Sie noch nicht. Langsam. Hallo, hören Sie mich? Verstehen Sie mich? Geben Sie mir ein Zeichen, wenn Sie mich verstehen. Ist die Klinik informiert? Ja, die Klinik ist informiert. Fertig? Ja. Ich habe 100 Milligramm Glepol. Jeder direkte Körperkontakt mit dem Infizierten, Blut, Schweiß, Körpersekrete, ist lebensgefährlich, das steht fest. Ich meine, wenn es wirklich Ebola ist. Und wenn nicht? Wenn es eine neue Variante ist, dann wird alles komplett unberechenbar. Dann ist Übertragung auf dem Luftweg denkbar. Aerosole, Tröpfcheninfektion. Dann haben wir möglicherweise eine Katastrophe. Haben Sie die Frau von dem Reimers in Leipzig erreicht? Immer besetzt. Die Suchmeldung über Verkehrsfunk ist raus? Ja. Okay. Dann geben Sie mir jetzt eine Liste aller Kliniken zwischen Berlin und Leipzig. Wir müssen wissen, welche Krankenhäuser in der Lage sind, einen Patienten aufzunehmen, der möglicherweise mit Ebola infiziert ist. Irgendwo zwischen hier und Leipzig ist dieser Mann unterwegs. Und jeder, der mit ihm in Berührung kommt, kann die Infektion weitertragen. Ah, Oberschwester, Hüftgelenkluxation, Kreislauf stabil, innere Verletzungen wahrscheinlich keine. Mhm. Kommt, Jungs. Afladi, suchen Sie Dr. Heilmann, das Hüftgelenk muss sofort reponiert werden. Ach, Oberschwester, ich habe Feierabend. Afladi, bitte. Dr. Heilmann ist noch bei den Mädchen und er wollte gleich zurückkommen. Wir bringen ihn gleich rüber in den Stockraum, ja? Was kommt da? Paragraph 10 Absatz 7. Bei Gefahr im Verzuge kann das Gesundheitsamt die erforderlichen Maßnahmen selbst anordnen. Und so weiter. Das schicken die an die 50 Kliniken. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer bei uns auftaucht, wie so ist gering. Was haben Sie da noch?
Ah, das ist nichts mehr weiter. Das sind nur noch Auszüge aus dem Bundesseuchengesetz. Gesetze, Gesetze. Wir haben gar keine geeigneten Räume, um einen Ebola-Infizierten zu isolieren. Außerdem müssten wir so einen Fall sowieso an die Uniklinik überweisen. Das macht einen ganz fertig. Und der Mann weiß nichts davon. Ja. Übrigens kann man, oder besser muss man, in jedem Fall daran sterben? An Ebola? Ja. Ich bin kein Virologe, aber in 60% der Fälle ja. Oh Gott. Wie sagt man so einem Mann, dass er in ein paar Tagen tot ist? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, ich werde sowas nie tun müssen. Ah, haben Sie das auch bekommen? Nicht nur das. Das Gesundheitsamt hat angerufen. Der Mann ist bei uns. Bitte. Das heißt, er wurde eingeliefert, ohne dass jemand Bescheid wusste? Ja, bei Schutzmaßnahmen. Hat er stark blutende Verletzungen? Ich habe mich nicht gefragt, macht das denn? Das macht für die anderen möglicherweise den Unterschied zwischen Leben und Tod aus, Frau Marquardt. Gehen Sie bitte sofort in die Cafeteria, bitte. Frau Grigoleit, verständigen Sie die Haustechnik. Wir brauchen dringend eine Einkammerschleuse. Und dann möchte ich schnellstens eine Einschätzung der Klinikbereiche haben, die über ein isolierbares Lüftungssystem verfügen. Fordern Sie das THW an, berufen Sie eine Krisensitzung ein, alle leitenden Ärzte zu mir in mein Büro. Ja? Geht in Ordnung, Herr Professor. Wer von unseren Leuten ist bei dem Patienten? Ladi-Schwester Yvonne und ihre Schwester Ingrid. Ingrid. Halt! Lassen Sie diesen Flurstern für Patienten und für Personal. Dr. Heilmann, bitte, wir können nicht länger warten. Ja, ich komme, geben Sie 500 Milliliter Lenkerlaktat. Halt! Bleiben Sie stehen. Herr Professor, wir müssen sofort... Frau Schwester, wer von unseren Leuten ist mit den Patienten in Berührung gekommen? Wie bitte? Da wir alle, Yvonne's Lage, ich natürlich. Der Patient hat eine Hüftgelenkluxation. Jede Minute ist wichtig. Herr Dr. Hermann, ich möchte, dass Sie jetzt sofort in mein Büro gehen. Ich komme gleich nach. Gehen Sie bitte nach oben, das ist eine Anweisung. Aber warum, um Himmels Willen? Der Patient ist wahrscheinlich mit Ebola infiziert. Die vom Robert-Koch-Institut gehen jedenfalls davon aus, es kann sich auch um eine Variante handeln. Was sollen wir tun? Im Augenblick möchte ich niemand anders da reinschicken. Das verstehe ich. Bis das Team vom Gesundheitsamt da ist. Ja. Oberschwester, das Schmerzmittel lässt nach. Ich komme. Ladi, ihr linker Handschuh. Ziehen Sie ihn sofort hoch. Tun Sie, was ich sage. Yvonne, halten Sie ihn weiter oben, nicht an der Wunde. Sie müssen ihm aber einen Hammer verpasst haben. Ich hole jetzt einen Arzt. Der erste, der mir begegnet. Sie bleiben hier! Oberschwester, was ist los? Hier stimmt doch was nicht. Hören Sie, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir drei für einige Zeit allein mit diesem Patienten zurechtkommen müssen. Wieso, ist er ansteckend? Ja, Yvonne, er hat vielleicht Ebola. Trotzdem sollten wir versuchen, uns auf die Probleme zu konzentrieren, die konkret vor uns stehen. Herr Dr. Barach, wir müssen alle Patienten, die in den nächsten 48 Stunden auf dem OP-Plan stehen, in andere Kliniken verlegen. Das bedeutet, dass der Ansteckungsverdächtige im OP-Trakt ist. Er wird gerade von Oberschwester Ingrid, Schwester Yvonne und Vladi in den OP-1 gebracht. Das ist der Bereich, den wir am besten isolieren können. Herr Dr. Wernick, ist die Lüftung dort schon auf Unterdruck? Ja. Wieso ist denn kein Arzt dabei? Ich meine, Moment mal, es war doch irgendjemand zum Dienst in der Notaufnahme eingeteilt. Der diensthabende Arzt war noch mit einem anderen Notfall beschäftigt. Ja,
Aber wir können doch unmöglich drei Pflegekräften allein die Verantwortung für diese ganzen... Ich habe nicht vor, die Pflegekräfte im Stich zu lassen, Herr Dr. Barach. Herr Professor, Sie haben erwähnt, dass die Lüftung derzeit auf Unterdruck gefahren wird. Ebola ist meines Wissens aber nur durch direkten Körperkontakt übertragbar, nicht durch Tröpfcheninfektion. Wir wissen nicht, ob es Ebola ist. Wir wissen nur, dass es sich um ein hämorrhagisches Fieber handelt. Wir können derzeit noch nicht ausschließen, dass wir es mit einer neuen Variante zu tun haben. Es ist also eine reine Vorsichtsmaßnahme. Der Patient hat höchstwahrscheinlich eine Hüftgelenkluxation. Und wenn wir in kürzester Zeit reponieren, dann verliert er sein Bein. Sie hatten Dienst? Ja. Scheißegal, ob er Dienst hat oder nicht. Wir haben keine Zeit und ich gehe da jetzt rein. Dr. Kreuzer. Sie selbst haben gesagt, dass es höchstwahrscheinlich Ebola ist. Dagegen kann man sich schützen und ich werde nicht zusehen, wie dieser Mann sein Bein verliert. Ich habe Dienst. Du hast vor allem eine Frau und zwei Kinder, du Schwachkopf. Simone ist hier unentbehrlich und da bleibe eben nur ich. Genau, dass Roland da nicht rein kann. Dann glaube ich, dass ihr Helden die unbarmherzigsten und egoistischsten von allen seid. Und dass euch niemand was bedeutet. Wenn ihr wenigstens Schutzanzüge hättet. Damit hat ja eben keiner gerechnet. Sind Sie bereit? Ich habe das noch nie gemacht. Keine Angst, ich bin bei Ihnen. Tun Sie einfach nur das, was ich Ihnen sage. Zuerst leiten wir die Narkose ein. Achim hätte da nicht reingehen dürfen. Das war nicht richtig. Richtig. In dieser Situation gibt es kein richtig oder falsch. Hätten wir die drei da drin allein lassen sollen? Die drei hatten doch keine Wahl. Es wäre meine Aufgabe gewesen. Reden Sie keinen Unsinn, Heimann. Wir müssen operieren. Über alles andere steht niemandem hier ein Urteil zu. Herr Professor, müssen wir nicht langsam die anderen Patienten informieren? Ja, Sie haben recht, ich werde mit den Patienten persönlich sprechen, die wir in andere Kliniken verlegen. Aber vorher will ich noch mal zum OP. Und wohin soll ich den Beamten vom Gesundheitsamt schicken? Der wird ja schon unterwegs sein. Na, zu mir natürlich, Papa. Ich komme mit. Zum OP. Gut. Stehen wir unseren Leuten bei. Das ist das Einzige, was wir für sie tun können. Absaugen. Und Klemme. Dann warum blutet das so stark? Klemme! Yvonne, was ist da los? Sein Blutdruck fällt ab. 80 zu 60. Dieses Blut. Wir dürfen ihn nicht mehr anfassen. Yvonne steht unter Schock. Sie hält die Operation nicht durch. Ich gehe da jetzt rein. Sie geht da nicht rein. Sagen Sie ihr, was Sie tun sollen. Drehen Sie die Infusion voll auf, Yvonne. Reißen Sie sich zusammen, machen Sie schon! Sofort! Die Narkose lässt nach, er wacht auf. Gehen Sie raus mit dem Isoporan. Nein. Nun machen Sie schon, Yvonne. Nein. Passen Sie auf den Blutdruck auf. Es kann gar nichts passieren, Yvonne. Drehen Sie einfach den Gaszulauf etwas nach links. Nein. Sie haben es eben schon mal gemacht, Yvonne. Nein. Es hat keinen Zweck, ich muss rein. Sie werden hier
Nicht nötig. Ich mach ihn zu, wir haben hier alles im Griff. Bleib, wo du bist. Achim, ich kann dich nicht mehr hören. Was ist da los? Klemme raus. Und Schere. Achim, was ist da los? Zählen Sie die Instrumente und die Kompressenblase. Tempo, Tempo, Tempo! 17. Alles in Ordnung. Sagen Sie mal, was ist denn hier los? Hat es hier gebrannt? Bitte gehen Sie zurück. Bitte. Beruhigen Sie sich, es ist vorbei. Kommen Sie. Yvonne, wir haben dem Mann gerade das Bein gerettet. Was? Ich hab so geblutet. Ich konnte ihn noch nicht mehr anfassen. Jetzt werden wir erstmal einen Kaffee trinken, ja? Was war los bei euch da drin? Warum hast du die Sprechanlage ausgeschaltet? Weil du sonst auch noch reingekommen wärst. Du hast die Narkose ohne Anästhesist ausgeleitet, bist du wahnsinnig? Sollte ich dein Leben auch noch aufs Spiel setzen? Alles gut gegangen. Reimers wird sein Bein behalten. Vorausgesetzt, dass es nicht zu postoperativen Komplikationen kommt, ja. Ich habe auch kein gutes Gefühl. Habe ich einen Fehler gemacht? Ich hätte die Operation nicht abbrechen dürfen. Eine zweite steht jedoch keiner mehr durch. Hoffen wir, dass es nicht zu Nachblutungen kommt. Das ist ja unfassbar. Da denkt man immer, sowas passiert nur im Kino und dann das. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich an deiner Stelle, ich würde ganz schnell nach Hause gehen. Heute kommt keiner mehr zum Haare schneiden. Und dich hier alleine lassen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Eigentlich finde ich dich ganz schön mutig. Quatsch. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich will einfach nur bei dir bleiben. Und was ist mit mir? Ich bin ein feiger Hund. Ich müsste da oben im OP sein. Statt Achim. Jetzt hör mir mal gut zu. Ich bin verdammt froh, dass du hier bist und nicht da oben im OP. Wie bringt das Alina bei? Mit Vladi? Ich habe Angst, dass sie das Kind verliert. Ja, aber wie könnt ihr doch nicht verschweigen? Das Radio muss sie doch nur anmachen. Und ehe sie es aus der Presse erfährt, da sage ich es ihr lieber selber. Ich fahre gleich mal hin, was? Vielleicht hast du recht. Entschuldigung, kann ich bitte durch? Nein, tut uns leid, wir können Sie leider nicht durchlassen. Ja, warum denn nicht? Ich muss zu meinem Mann. Tut uns leid, Sie können hier wirklich nicht rein. Ich muss zu meinem Mann, ich bin Frau Reimers, sie hatte einen Verkehrsunfall. Wir haben strikte Anweisungen. Die Polizei hat mich informiert. Was ist das? Ja, das ist die Frau von Reimers. Wahrscheinlich hat sie von der Polizei Bescheid bekommen. Ihr Mann kommt aus Afrika, von einem Bauprojekt am Malawisee. Die Polizei hat mich informiert, ich möchte bitte zu meinem Mann. An wen kann ich mich wenden? Dann wenden Sie sich bitte an Professor Simoni. Dann hat er ja sein Kind noch nie gesehen. Und es fragt dich, ob er es überhaupt jemals im Arm haben wird. Wie, Vladi? Ich gehe mich mal um Frau Reimers kümmern. Ja. Schwestern, ich übernehme das. Entschuldigung, können Sie mir irgendwie helfen? Ja. Mein Name ist Heilmann. Gehen wir mal da um die Ecke. Ich erkläre Ihnen alles ganz in Ruhe. Bleiben Sie ganz ruhig. Herr Reimers? Hallo? Herr Reimers? Wie geht es Ihnen? Gut wäre etwas übertrieben. Ruhen Sie sich aus. Wir passen auf Sie auf. Herr Reimers, ich bin Dr. Kreuzer. Haben Sie Schmerzen? Ich weiß nicht. Hat sich meine Frau erreicht? Ja, ist auf dem Weg hierher. Ich muss unbedingt Rudolf anrufen. Freund von mir. Das ist der Kollege, mit dem Sie an dem Staudamm gearbeitet haben. Das haben wir geackert. Und da unten haben wir jede Sekunde mit dem Unfall gerechnet. Einmal durfte ich sogar Arzt spielen. Herr Rudolf ist fast vom Baum erschlagen worden. Aber die Strapazen haben sich gelohnt. Müssen wir unbedingt anrufen. Schlafen Sie jetzt ein bisschen, alles andere ist nicht so wichtig, ja? Wo komme ich denn auf mein Zimmer? Eva, das ist meine Frau.
Mein Sohn, können Sie sie für einen Moment reinlassen? Das geht leider nicht. Oder können Sie mich rausschieben? Ich will sie ja nur kurz in den Arm nehmen. Herr Reimers, wir müssen Ihnen etwas sagen. Ihr Freund hat sich mit einem gefährlichen Virus infiziert. Er liegt in Berlin im Virchow Krankenhaus auf der Isolierstation. Rudolf, ein Virus? Das ist ja schrecklich. Moment, das heißt, ich habe mich angesteckt, oder was? Das wissen wir nicht. Ja, raus mit der Sprache. Was ist das für ein Virus? Das wissen wir auch nicht. Wir wissen nur, solange das Tropenmedizinische Institut keine Ergebnisse hat, darf hier keiner den Raum verlassen. Jetzt lernen Sie erstmal Ihren Sohn kennen. Keiner hat ja lange genug auf seinen Vater gewartet. Haben Sie Schmerzen? Mein Bein tut so weh. Wenn Sie still sind, dann brauche ich das Radio nicht so laut zu drehen. So weit kommt's noch, dass ich in meinem eigenen Hause nicht mehr reden darf. Das Radio bleibt aus, wo nur Achim bleibt. Also wenn der unsere Verabredung vergessen hat, na dann ziehe ich ihm aber die Ohren lang. Hallo? Ja, Gauss hier. Ich hätte gern Herrn Dr. Kreuzer gesprochen. Ja, es ist dringend. Was? Sagen Sie mal, was ist denn los bei Ihnen? Ich verstehe Sie so schlecht. Jetzt hat er mich einfach auf die Warteschleife gehängt. Und einen Ton hatte der drauf. Da sollte man sich doch glatt mal beschweren. Eine Unverschämtheit ist das. Stellen Sie sich mal vor, das wäre ein Notfall. Die würden mich am Telefon einfach verhungern lassen. Der mutmaßlich ebenfalls mit Ebola infizierte, gesuchte Patient Reimers wurde gefunden und befindet sich in Leipzig in einem... Das war doch total interessant. Haben Sie schon gehört, in Berlin sollen Sie eine Seuche haben? Das ist noch gar nichts gegen das, was ich veranstalten werde, wenn Achim hier sein Essen anbrennen lässt. Dass sowas ausgerechnet bei uns passieren muss. Was würde ich dafür geben, wieder durch diese Tür gehen zu dürfen? Wenn es einen Himmel gibt, dann ist das hier auf jeden Fall Fegefeuer. Ich Trottel bin auch noch freiwillig rein. Entschuldigen Sie. Ob die jetzt gerade Visite machen? Ich kann nicht dran denken, dass das Leben da draußen einfach so weitergeht. Warum musste ich unbedingt Krankenschwester werden? Was ist denn das für ein Beruf, wo man wegen anderer Leute sterben muss? Ist doch noch gar nichts raus! Vielleicht sind wir ein paar Stunden schon wieder zu Hause. Das Kätzchen wird sich wundern, warum es keine Milch bekommt. Eine Katze? Auf mich wartet nur nicht an meine Katze. Wenn ich nicht mehr da bin, dann merkt das gar keiner. Ich kann das ja alles nicht. Ich habe doch noch so viel vor. Neues aus Berlin? Wie geht es Ihnen? Im Moment ist alles ruhig bei uns. Aber wir könnten langsam was zu essen gebrauchen. Die Schleuse darf nicht geöffnet werden, Ingrid. Können Sie einfach mal verhungern? Schwester Yvonne, bitte haben Sie Geduld. Ich werde noch mal telefonieren. Du solltest eigentlich wissen, wie lange es dauert, ein Virus zu identifizieren. Hier, dann tut das da. Ich gehe jetzt. Schau ihn gar nicht an, bevor mir die Geräte da. Dann willst du überhaupt hören, wohin? Uns alle anderen auch noch in Gefahr. Und ich? Soll ich etwas sterben oder was?
Yvonne! Reimers, haben Sie Schmerzen? Sieht nicht gut aus. Unmöglich. Wir werden auf keinen Fall riskieren, dass sich die Infektion weiter ausbreitet, bloß weil Sie da ein paar Butterbrote reinbringen. Irgendwann aber werden wir das Problem lösen müssen. Auch deswegen, weil im OP langsam die Medikamente ausgehen. Ihr Krankenhaus verfügt ohnehin nicht über die nötigen Sicherheitsvorkehrungen. Deshalb will ich den Patienten und das kontaminierte Personal nach Berlin verlegen. Als Arzt muss ich dagegen protestieren. Der Patient ist in seinem jetzigen Zustand nicht transportfähig. Und wann denken Sie, wird er das sein? Wir können eine weitere Operation nicht mehr ausschließen. Wir befürchten eine Nachblutung. Und dann Gnade uns Gott. Aber das ist doch unmöglich, Schwester Yvonne ist ja jetzt schon so fertig, dass sie gar nicht mehr einsatzfähig ist. Das weiß ich auch, Barbara. Aber einen Transport nach Berlin überlebt Reimers nicht. Ich werde die Operation übernehmen. Das werden Sie nicht. Als Klinikleiter brauche ich Sie hier. Ihre Bevormundung geht mir langsam auf die Nerven. Wir haben eine Entscheidung zu treffen. Was im Falle einer weiteren Operation zu tun ist. Ob es Ihnen passt oder nicht. Die Entscheidung liegt bei mir. Und als Arzt werde ich gar nicht mehr gefragt. Nach § 10.7 des Bundesseuchengesetzes bin ich als Beauftragter der Behörde jederzeit berechtigt, die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Auch ohne Ihr Einverständnis. Und nach § 37, verehrter Herr Dr. Krausnitz, ist die infizierte Person in einer geeigneten Absonderungseinrichtung unterzubringen. Und genau das haben wir hier getan. Gut. Dann werde ich mich jetzt von den Isoliermaßnahmen in Ihrem OP-Bereich überzeugen. Kann ich noch was für euch tun? Beten. Doch, Sie können was für uns tun. Geben Sie uns ein bisschen Musik über die Lautsprecher rein, das beruhigt. Irgendwas Klassisches. Alles klar. Ich bin in einer halben Stunde zurück. Techno wäre mir aber lieber. Ja, Vladi, da werden Sie sich als werdender Vater aber ganz gewaltig umstellen müssen, was Ihren Musikgeschmack betrifft. Babys mögen keine akustischen Gewitter. Sie werden auch Vater? Ja, nur noch ein paar Wochen. Und ich werde auf jeden Fall bei der Geburt dabei sein. Gut. Hoffentlich. Was habe ich Ihnen allen bloß angetan? Nein, Herr Reimers, wir machen nur unsere Arbeit. Versuchen ein bisschen zu schlafen, ja? Ob wir hier mit unseren Kindern spielen werden? Wussten Sie eigentlich, woran Eltern ihre Kinder mit absoluter Sicherheit erkennen können? Woran? Na, am Geruch der Kopfhaut. Was? Ja, da riecht kein Baby wie ein anderes. Ich lese nämlich jede Menge Zeugs übers Kinderkriegen. Reimers muss nochmal operiert werden. Ich gehe jetzt da rein. Roland, red keinen Unsinn. Du hast Familie. Und Alina braucht dich jetzt, verdammt. Das ist schon schwer genug für sie, dass Vladi da drin ist. Ich gehe. Ach, gehen jetzt hier alle! Du, selbst für mich ist diese Narkose da drin kein Waldspaziergang. Es ist unverantwortlich, Yvonne da drin allein zu lassen. Und Lukas? Mutti? Ja, könntest du bitte ganz schnell bei mir zu Hause vorbeikommen? Es ist ein Notfall. Erzähle ich dir, wenn ich zu Hause bin. Danke. Hebst du mich an, wenn es Reimers schlechter geht? Überleg's dir bitte nochmal. Bin gleich wieder da. Wie stellst du dir das vor? Was soll ich denn Lukas sagen, wann du wieder zu Hause bist? Mutti, bitte nicht so laut. Er muss es doch nicht unbedingt hören. Lukas ist jetzt das Wichtigste, dass er sich von der Operation erholt. Und wenn alles gut geht, dann bin ich ja morgen schon wieder hier. Und wenn nicht, du bist meine Tochter. Ich will dich nicht verlieren. Mutti. Ich bin sehr froh, dass du dich um Lukas kümmern wirst.
Und das einfach. Na, das musst du doch als angehender Pilot können, hm? Man dividiert Brüche, indem man den Kehrwert multipliziert, sozusagen bekreuzt. Hm? Weiß ich doch. Aber sonst wärst du wahrscheinlich nie zu mir gekommen. Hey, raffiniert, junger Mann. Du wirst mir ein bisschen zu schnell erwachsen, hm? Ist es okay für dich, wenn Oma heute hier bleibt? Gehst doch dann sowieso wieder. Ich kann es mir nicht immer aussuchen. Trotzdem bist du das Wichtigste für mich im Leben. Und warum gehst du dann zu diesem Seuche-Patient? Woher weißt denn du das? Ich hab's im Radio gehört. Lukas, ich bin Ärztin. Ich weiß, dass das schwer zu verstehen ist, aber der Mann braucht jetzt meine Hilfe. Kann das nicht irgendjemand anderes machen? Also gut, im Moment reichen Ihre Isoliermaßnahmen aus. Nur denen da drin kann keiner helfen. Verlieren Sie nicht die Hoffnung. Ich werde mich sofort in Berlin erkundigen, ob die Virusanzucht irgendetwas Neues gebracht hat. Weiß man schon, ob es den Berliner Patienten besser geht. Wir haben leider keine Nachricht. Machen Sie es gut. Ich glaube, der Hubschrauber wartet schon längst. Ich bringe Sie hin, Doktor. Tachykardie und Blutdruckabfall. Kreislauf stabilisieren, machen Sie ein kleines Blutbild. Ja, wie denn? Alles deine Schuld. Wenn ich beim ersten Mal genug Zeit gehabt hätte, dann wäre die Operation jetzt völlig überflüssig. Das hilft es doch jetzt auch nicht weiter. Wir sollten uns hier auf unsere Arbeit konzentrieren. So, Herr Reimers, Sie werden jetzt gleich einschlafen. Wie sind die Werte? Blutdruck 80 zu 60. Damit, Sie hatten Volumenmangelschock. Wieso werden in dieser Klinik so labile Krankenschwestern eingestellt? Jetzt soll Katrin also auch noch dran glauben. Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Außer Ihnen hatte nämlich niemand die Ausbildung für sowas. Und den Hippokratischen Eid haben wir auch nicht geleistet. Sie wollen mir erzählen, dass Sie fürs Zusammenklappen bezahlt werden, ja? Na, wie gut, dass Sie das mal ansprechen. So hoch ist unser Gehalt nämlich gar nicht. Sie haben sich bestimmt noch nie gefragt, ob Sie sich eine neue Jeans leisten können. Aber ich frage mich so etwas jeden Monat. Schluss jetzt, wir haben andere Probleme. Ich übernehme die Narkose, bis Frau Dr. Blubisch kommt. Also los. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Chef. Dieser Sicherheitsbeamte hat recht. Außer Ihnen kann wirklich keiner diese Klinik leiten. Und jetzt schon gar nicht. Wenn ich nur wüsste, dass die da drin wirklich allein klarkommen. Sie können nicht überall sein. Was gebe ich jetzt darum, kein Chefarzt zu sein? Ich kann davon niemandem verlangen, das alles auszuhalten. Von mir selbst. Und wenn Sie nur versuchen, die Instrumente anzureichen, Sie werden uns wirklich sehr helfen. Sie müssen sich nicht schämen, dass Sie Angst haben. Das ist ganz natürlich. Aber sehen Sie, wenn Herr Reimers jetzt stirbt, da war doch alles umsonst, was wir bisher gemacht haben. Ich kann nicht. Wir müssen! Ich komme. Nicht in den OP gehen. Ich mache nur meine Arbeit, Herr Professor. Ich verbiete es Ihnen. Sehen wir die Sache doch mal ganz nüchtern. Da drinnen findet eine komplizierte Operation statt und es wird dringend eine Anästhesie gebraucht. Das, was Sie tun wollen, gleicht einem Selbstmord. Das wissen wir noch nicht. Ich werde es nicht zulassen, dass sich ein weiterer Mensch opfert für jemanden, der vielleicht ohnehin sterben wird. Und warum haben Sie denn Dr. Kreuzer da reingelassen? Weil er der Einzige ist, der noch keine Verantwortung für eine Familie trägt. Das ist doch nicht wahr!
Wenn Herr Reimers die Operation nicht überlebt, dann haben die da drin umsonst ihr Leben riskiert. Wollen Sie ihnen das antun? Dann denken Sie doch verdammt nochmal wenigstens an Ihren Sohn! Dr. Globisch, geben Sie mir bitte die Anweisung für die Anästhesie. Yvonne, sind Sie sicher, dass Sie das durchstehen? Ich werde es zumindest versuchen. Der Patient ist stabil. Ich glaube, ich kann die Geräteeinstellung so lassen, oder? Ja. Ja, das ist völlig richtig. Yvonne, danke. Darf ich Sie allein lassen? Ich würde gern mit Berlin telefonieren. Gehen Sie nur. Wir machen das schon. Danke, Yvonne. Schon gut. Tut mir leid, wenn ich eben etwas grob war. Guck lieber auf dein Operationsgebiet. Sind Sie sich im Klaren darüber, dass wir hier gleich eine Menge Blut sehen werden? Ich bin Krankenschwester, also helfen wir ihm. Lassen Sie eine Autopsie machen. Gibt es irgendwas Neues unter dem Mikroskop? Der Verdacht auf Ebola hat sich bisher nicht bestätigt. Krim-Kongo scheidet aller Wahrscheinlichkeit nach auch aus. Ein unbekanntes Virus. Tun Sie mir das nicht an. In Leipzig stehen gerade 4 Menschen am OP-Tisch. Geben ihr Letztes. Und wir wissen nicht mal, womit wir es zu tun haben. Außer, dass es tödlich ist. Ihnen nicht gut? Schließen Sie die Tür. Wir haben Nachricht aus Berlin. Der Indexpatient ist soeben verstorben. Ja, aber ist doch alles, was Dr. Kreuzer und die anderen da machen, umsonst. Ja. Davon darf nichts in den OP-Saal dringen. Ja, Fadi, was Sie hier in den letzten Stunden gelernt haben, das kriegen Sie woanders nicht, vor 3 Jahren vermittelt. Ja. Trotzdem hätte ich darauf lieber verzichtet. Sie waren großartig. Alle. Und ich finde, wir haben uns erstmal einen starken Kaffee verdient. Oder was meinen Sie, Oberschwester? Kaffee ist alle. Aber ich finde auch, dass uns die Arbeit hier nicht wegläuft. Sein, dass ich dich so angefahren habe? Lass mal. Ich habe heute einiges begriffen. Hey, aber nicht, dass du unseren Anästhesisten jetzt den Job wegnimmst. Ich gebe eine Runde. Jo. Okay. Auf jeden Fall werde ich was Sinnvolles machen. Mir ist klar geworden, dass man manchmal verdammt wenig Zeit hat. Ich habe mein Leben bisher ganz schön verplempert. Och, ich finde es ganz okay, wenn sich Frauen mit ihrer Schönheit beschäftigen. Wie bitte? Also das glaube ich jetzt mal nicht. War das wirklich dieser Rotzbengel, der gerade so zuverlässige Arbeit geleistet hat? Prost. Cheers. Prost. Frau Reimers, um Gottes Willen, was haben Sie denn? Ihrem Mann geht es gut. Machen Sie sich doch keine Sorgen. Frau Mattert, sind alle Risikopatienten verlegt? Ja, das technische Hilfswerk hat soeben den letzten ins St. Georg Krankenhaus gebracht. Wir haben die Hälfte unserer Patienten verloren. Ja. Ich weiß, die Nachricht vom Tod des Berliner Patienten hat sich wie ein Buschfeuer verbreitet. Wir werden damit fertig werden.
Ich danke Ihnen. Sie haben in dieser komplizierten Situation hervorragende Arbeit geleistet, Frau Mackert. Gibt es denn irgendwelche Ergebnisse aus dem Berliner Labor? Ja, wir warten jede Minute drauf. Entschuldigen Sie bitte, die Presse besteht auf einer Stellungnahme zum Tod von Rudolf Lehmann. Soll ich Sie hinhalten? Nein, nein, ich rede mit den Journalisten. Sie möchten doch sicher in den OP und nach unseren Mitarbeitern sehen, oder? Ja, das möchte ich. Sachsenklinik, Marquardt, guten Tag. Wer? Das Robert-Koch-Institut, Berlin. So kalt. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Selbst wenn es zu einer Sekundärinfektion gekommen ist. Sie haben eine gute Chance. Sind wir immer noch hier? Ja, Herr Remes. Gibt's irgendwas Neues von Rudolf? Sind Sie gegen Gelbfieber geimpft worden? Gelbfieber? Oh, Schwester, schauen Sie bitte im Impfausweis nach. Ja. Gelbfieber? Ich glaube, ja. Impfung gegen Gelbfieber? Vor 3 Monaten. Es ist vorbei. Wir haben so ein ganz verdammtes Glück gehabt. Es war Gelbfieber. Sie haben es endlich herausgefunden. Ja. Gelbfieber! Ich hätte nie gedacht, dass ich bei so ein Glücksgefühl haben würde. Oh Mann! Herr Reimers, Gott sei Dank, Sie haben sich impfen lassen. Wir bringen Sie jetzt auf Ihr Zimmer, damit Sie endlich Ihre Familie begrüßen können, ja? So, Herr Reimers, fürs Erste wäre es das, aber wir behalten Sie noch eine Weile hier. Herr Doktor? Danke. Wir sind eine richtig kleine Familie. Mach die Tür noch weiter auf. Ich brauche frische Luft. Das habe ich mir fast gedacht. Du stehst hier ganz gemütlich rum, während bei mir zu Hause das Essen auf dem Herd steht seit Stunden. Konntest du nicht wenigstens anrufen, wenn du was Besseres vorhast?